Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Teile-Haul. Ich war ja gestern bei Bluebricks in Langenfeld und habe dort 1,2 Kilo Steine geholt. Das waren 7 große Becher und das ist quasi das Ergebnis davon. Ja, das waren dann rund 48 € im Preis und ich denke, ich habe ein paar ganz schöne Teile dabei. Jetzt auch so für die Landschaftsgestaltung. Einfach jetzt mal grüne 2x2 Bricks, grüne 2x2 Slopes, 1x2 Bricks. Und dann war auch ganz interessant diese langen Slopes. Und die sind zwar jetzt im Ton ein bisschen heller, aber das ist ja auch egal. Landschaft ist auch nicht immer alles ein Ton. Dann diese dreierlangen Slopes in dunkelbraun. Dann habe ich hier mal einmal Sechser in schwarz. Ein paar Panels nochmal, da gab es leider nicht mehr so viele. Diese 2x2 in 3-Brick-Höhe sind auch immer ganz schön. In 3-Brick-Höhe die 1x1 in Tannfarben. Und dann habe ich hier einmal Achter und einmal 2, 4, einmal 12er in diesem Reddish-Braun. Dann habe ich hiervon einige mitgenommen. Kann man auch schön für Bogen natürlich gebrauchen, beziehungsweise ja halt, um einfach so ein bisschen Felsoptik zu gestalten. Diese gebogten sind auch immer schön für Türme. In dem Sandblau, dann habe ich hier einiges mitgenommen an diesen Stangen. Die sind jetzt hier in Pearl Gold. Da war mir die Farbe jetzt nicht so sonderlich wichtig, aber ich habe einzelne Äxte bestellt bei Lego. Die kann man halt hier dann dran klipsen. Dafür habe ich die gedacht. Dann noch mal ein paar schwarze Stangen mit dieser Noppenaufnahme. Und hier von diesen Speeren in Pearl Gold auch jede Menge. So, dann habe ich hier nochmal Pflanzenteile ausprobieren wollen. Ich hatte sie im Store dann auch schon mal ausprobiert und die scheinen von der Qualität her wieder besser zu sein. Die sind ein bisschen fester und sie noppen sich auch hier auf und fliegen auch nicht direkt runter. Also klar, wenn man sie anfasst, kriegt man die natürlich auch relativ leicht ab, aber sie sind jetzt nicht so, dass man sie anpustet und sie fliegen direkt ab. Also die halten schon wieder besser. Also sie sind von der Qualität wieder besser ausgefallen. In Beige fand ich es jetzt auch mal nicht schlecht. Auf so einem Sandstück vielleicht dann so eine karge Bepflanzung mal drauf zu machen. Ja, muss man mal schauen. Und dann habe ich hier an Plates noch einiges. 2x6er. In diesem Nougat-Farben ist das, glaube ich. Dann Dark Tan. Jede Menge für Wasser nochmal diese 4x8er. 2, 4, 6, 8, genau, 4x8. Diese hier hatte ich nochmal mitgenommen, weil ich eventuell bei dem Borg Cube die noch verwenden wollte, aber die habe ich jetzt gar nicht benötigt. Gucken, was ich da jetzt mitmache. Und dann habe ich einfach mal spaßeshalber hier von den 2x8ern Trends Clear welche mitgenommen. Ein paar Einzelnoppen, beziehungsweise das sind ja eher Plates, die auf beiden Seiten Noppen haben, also nicht die Einzelnoppe, sondern quasi nochmal in Plate-Stärke. Dann habe ich hier so ein paar grüne Fliesen, die hatte ich eigentlich nicht als Fliese gegriffen, sondern eher als kleine Skislopes, aber gut, da habe ich einfach da nochmal was. Kleine Skislopes, einmal zwei in diesem Nougat-Farben. Und was war da noch? Das war's. Diese Wedge-Plates in Tannfarben sind auch immer schön für Landschaftsgestaltung. Das ist natürlich auch ein Klassiker für Burgen oder Berge zu gestalten. Auch etliche. Ja, und das war's im Prinzip. Genau, sind wir alle Teile durchgegangen.
Was ich noch habe, ist ein paar Baseplates von Wange. Diese kleinen hier, 1616, die kosten einen Euro. Die werde ich wohl einige von nochmal zerschneiden. Also hier habe ich jetzt zwei grüne, eine blaue. Und die etwas größeren, doppelte Länge, habe ich dann auch nochmal zwei mitgenommen. Die kosten jeweils 1,95 Euro. Ja, ich denke, insgesamt war die Brickbar, fand ich, gut gefüllt in Langenfeld. Es waren zwar nicht alle Kästen gefüllt, aber das, was da war, war jetzt also wenig Kleinkram, sondern schon wirklich, wie man sieht, Plates und Bricks, mit denen man was anfangen kann. Und es war auch ja, eben eine recht gute Mischung da und sowohl farblich als auch von der Art und Weise. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Mal gucken, wann ich noch mal zu einem Megastore komme. Da hat man natürlich noch mal eine enorm größere Auswahl. Aber ja, Dortmund ist mir halt irgendwie auch zu weit zu fahren. Dann ist sogar Darmstadt für mich oder Weiterstadt günstiger. Gut, das soll es hier zu diesem kleinen Teile-Haul gewesen sein. Und dann sage ich vielen Dank, wünsche euch was, bis bald, ciao, ciao.